Moin Leute, was geht? Hier ist wieder euer Geist. Heute in diesem Video möchte ich euch ein paar Tipps und Tricks zeigen, wie ihr bei Windows 10 eure Leistung verbessern könnt und sogar etwas mehr FPS bei Spielen bekommt. Hierfür braucht ihr auch keine zusätzlichen Programme zu installieren und könnt direkt loslegen. Ich werde auch versuchen, das Video so kurz wie möglich zu halten, ohne viel drum herum zu reden. Fangen wir direkt mal an. Und zwar geht ihr als allererstes hier unten auf die Suchleiste und schreibt hier einmal hin, Wiederherstellungspunkt erstellen. Dann klickt ihr hier einmal drauf, Leute. Und nun müsst ihr diesen Datenträger auswählen, wo ihr auch Windows installiert habt. In meinem Fall ist es der Datenträger C. Den wählt ihr einmal aus und drückt auf Konfigurieren. Und hier macht ihr Computerschutz aktivieren an. Und hier unten habe ich einfach nach ganz links gezogen. Dann klickt ihr auf Übernehmen und OK. Also das ist hierfür, falls was schief geht, könnt ihr einfach den Computer zu diesem Punkt wiederherstellen, bevor ihr die ganzen Einstellungen geändert habt und so alles wieder zurücksetzen. So, wenn ihr das dann gemacht habt, dann geht ihr hier auf dieser PC, macht einen Rechtsklick drauf, klickt auf Eigenschaften und hier klickt ihr rechts auf erweiterte Systemeinstellungen. So Leute, und hier unter Leistung klickt ihr auf Einstellungen. Und hier klickt ihr dann auf für optimale Leistung anpassen. Wenn ihr das gemacht habt, werden bei euch hier die ganzen Haken verschwinden. Ich persönlich habe jetzt hier zwei Haken noch reingemacht. Die Kanten der Bildschirmschriftarten verfeinern. Und zum anderen habe ich auch noch Miniaturansichten anstelle von Symbolen anzeigen. Das Ganze übernehmt ihr einmal, drückt auf OK und wir gehen weiter zum nächsten Punkt. Hierfür schreibt ihr unten bei der Suchleiste einmal Systemsteuerungen, klickt auf Systemsteuerung, hier klickt ihr auf System und Sicherheit, dann geht ihr auf Energieoptionen und hier habe ich dann auf ultimative Leistung gestellt. Falls ihr da keine ultimative Leistung habt, dann wählt einfach das, was anstelle davon dort steht. So, die anderen Punkte da unten habe ich nicht getestet, habe ich einfach weggelassen. Ich nehme hier ultimative Leistung. So, als nächstes geht hier einfach wieder raus, klickt wieder auf die Einstellungen. Hier müsst ihr dann auf System klicken. Geht auf Benachrichtigungen und Aktionen und schaltet hier alles einmal komplett aus, sodass es wie bei mir ist. Also bei euch ist es wahrscheinlich an, macht der Maus und nimmt hier die Haken raus. Und wenn ihr das gemacht habt, Leute, danach geht ihr auf Energiesparen, hier auf Netzbetrieb und Energiesparen, schaltet das auch einfach aus. Und wenn ihr das dann gemacht habt, dann könnt ihr auch noch hier zum Benachrichtigungsassistenten gehen und hier auch einmal ausschalten. So, was ich noch gemacht habe, ist hier den Tablet-Modus, den benutze ich auch nicht, den habe ich auch einmal komplett ausgemacht. Und wenn ihr das dann auch gemacht habt, dann geht ihr wieder hier auf die Startseite, klickt auf Apps drauf und hier könnt ihr jetzt die Autostart-Programme unten auswählen. Das sind dann die Programme, die beim PC-Start dann direkt ausgeführt werden. Und hier würde ich euch empfehlen, macht alles aus, was ihr nicht für den Start des Computers braucht. Also ich habe bei mir wirklich nur das Nötigste, meine Audiotreiber. Dann habe ich hier noch einmal so ein Screenshot-Software und mein Stream Deck. Sonst habe ich alles andere ausgemacht, Leute. Das hilft enorm, die Leistung des PCs zu verbessern. So, als nächstes, wenn ihr das auch gemacht habt, geht wieder auf die Startseite hier, Leute, bei Einstellungen. Klickt auf Spielen und hier macht ihr alles aus. Bei Xbox Game Bar habe ich komplett alles aus. Bei den Aufzeichnungen habe ich aus und auf 30 FPS gestellt. Falls ihr Spiele aufzeichnen wollt, dann würde ich euch empfehlen, benutzt OBS dafür. Ich mache das auch, also macht hier komplett alles aus, Leute. Beim Spielmodus auch hier den Haken rausnehmen und bei Netzwerk könnt ihr sowieso nichts einstellen. So, wenn ihr das dann gemacht habt, dann geht wieder auf Einstellungen. Hier klickt ihr wieder auf System, klickt unten auf Speicher, drückt auf Konfigurieren Sie die Speicheroptimierung oder führen Sie den Vorgang jetzt aus. Hier schaltet ein, Leute, drückt auf jede Woche. Ich habe hier die temporären Daten löschen angekreuzt auf 14 Tage und Dateien in meinen Downloads-Ordner.
die 60 Tage lang nicht benutzt werden, werden automatisch gelöscht. Wie ihr seht, waren das bei mir innerhalb von einer Woche ganze 4 GB, die unnötig meinen Speicher belastet haben und meine Performance verschlechtert haben. Unter anderem könnt ihr auch hier unten auf Jetzt bereinigen klicken und das Ganze noch einmal manuell löschen. So, dann klickt hier oben auf den Pfeil und geht zurück. Dann geht hier unten auf temporäre Daten und euer PC wird jetzt nach Dateien gescannt, die ihr nicht braucht und unnötig euer System belasten. So Leute, dann könnt ihr hier auch nochmal oben draufklicken und die Dateien entfernen. Dann geht hier aus dem Fenster wieder raus und klickt hier unten auf die Suchleiste und schreibt jetzt dorthin Systemkonfigurationen. Dann klickt ihr hier auf Systemkonfiguration einmal drauf, Leute. Klickt dann oben auf Start. Dann geht ihr hier unten auf die erweiterten Optionen. Hier wählt ihr dann bei Prozessoranzahl einmal das höchstmögliche aus. Bei mir ist es 16, Leute. Klickt dann einmal drauf und bestätigt das Ganze mit OK. Danach macht ihr bei dem Feld kein GUI Start ein Haken rein. Das ist nämlich, wenn ihr startet, kommt ihr mal so ein Ladebalken und die ganzen Ladeanimationen, die werden dann umgangen bzw. nicht angezeigt, Leute. Und das verbessert auch nochmal die Performance eures PCs. Und rechts bei dem Feld Timeout ändert die Zahl und macht den auf 10, denn das sorgt dafür, dass euer PC auch nochmal ein kleines bisschen schneller startet. Drückt auf Übernehmen und auf OK und nachdem ihr den PC einmal neu gestartet habt, werden sich die ganzen Einstellungen, die ihr gerade gemacht habt, übernehmen. Nachdem ich das gemacht habe, habe ich festgestellt, dass ich beim Warzone-Spielen konstantere FPS habe, dass die nicht mal so viel gedroppt sind. Vorher hatte ich immer 100 FPS und jetzt habe ich konstante 160 FPS, wenn ich auf Stream spiele. Das war's dann mit dem Video, Leute. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Falls ja, lasst doch ein Like da und schreibt mir die Kommentare. Und falls du auch mal beim Livestream dabei sein willst, kannst du mir gern kostenlos auf Twitch folgen. Der Link zu meinem Kanal ist in der Videobeschreibung verlinkt. Ansonsten viel Spaß mit dem Video und bis zum nächsten Mal. Ciao.